Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Burago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier, Let's Play Bioshock. Wir sind hier unterwegs, um ein Big Daddy zu werden. Optisch haben wir das schon angepasst, geruchstechnisch schon auch. Wir stinken schon wie diese Freunde. Aber uns wird noch ein Stimmenverzerrer. Doch bevor wir anfangen mit Stimmenverzerren, wollten wir hier mal kurz das Eis ein bisschen schmelzen. Um uns hier drin ein bisschen umzuschauen. Eine Leistung durchsuchen, freut mich. Was haben wir da noch so? Ein Tonbandgerät. Mal sehen, was der kommt. Zu Song. Dieser Hurensohn macht einem Angst. Aber Ryan ist dafür ein geiziges Arschloch. Man kann den Schutzanzug nicht wiederverwenden. Mensch, Hauttransplantat und Organe. Alles kommt direkt in den Anzug, sonst funktioniert er nicht. Ryan sagt, Big Daddy sind zu teuer. Ryan kann mich mal. Okay, hier mein Schaltpult. Damit können wir mal schalten. So richtig wahrscheinlich nichts. Ah, da kann man Feuer machen. Alles klar. Noch mehr Feuer machen. Aha. Also im Endeffekt nur zum Rumspielen sozusagen. Okay, guck mal, können wir den hacken? Denk mal, ja, der ist machbar. Wir müssen sowieso in die Richtung. Ah, da wäre eine Packe wahrscheinlich schwierig gehen hier. Gucken, dass wir nach oben kommen. Genau, sieht so super aus. Und jetzt schauen wir nochmal genug Teile finden, mit denen wir gerade kommen. Oder wir machen mal wieder diese lustige Schleifengeschichte. So, fehlt uns noch hier noch einer. Ach, lassen wir den schleifen. Wir haben genug gerade. So, perfekt. Und nach vorne. So, Automaten gehackt. Um zu einkaufen. Ist auf jeden Fall davon was. Splittergranat. Müssen wir auf alle Fälle auffallen, weil unsere Gefechte mit dem Big Daddy waren noch ein bisschen munitionsraubend. Aber es ist halt nun mal so die beste Methode, einfach mal mit, ja, wie soll ich sagen, mit den Granaten auf den Freund einzuwerfen. Okay. Oh, ah. Sie atmet noch. Okay, da oben ist Fleißertante. Leider haben wir den Passcode noch nicht. So. So, früher hat das eigentlich mal geklappt. Ein Schuss und die Freunde sind umgefallen, aber irgendwie ist da einfach der Druck raus. Interessante Technik. Hier haben wir so einen Genmodifizierer. Schick, schick. Und Geld. Ein Tonbandgerät, das nehmen wir natürlich auf alle Fälle mit. Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Nein, hast du nicht. Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Genau. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß nicht, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht mehr erkenne? Mag sein. Aber Atlas ist da draußen. Und er beabsichtigt, mich und meine Stadt zu vernichten. Okay. Zweifeln bedeutet aufgeben. Ich werde nicht zweifeln. Okay, der liebe Andrew ist ein bisschen pissig. Bist du das? Das ist und Kopf ab. Das scheint einfach nicht mehr zu klappen mit einer Variante. So, wir müssen immer nachladen. Auch irgendwie ein bisschen merkwürdig als solches. Okay, du feuerst auch uns. So, damit fällt die auch um. Und wir haben ja noch den einen Safe da drüben. Deswegen war ich jetzt überhaupt da drin und habe jetzt, wie man schon gesehen hat, oh, ein Schrank, den wir noch nicht untersucht haben. Auch noch ein Schrank. Distilliertes Wasser. Okay, Batterien und ein Tonbandgerät.
gucken, was da drauf steht. Susong. Krieg ist schrecklich. Ja, Krieg ist schrecklich. Jeden Einzelnen in meiner Stadt umgebracht, außer Susong. Passiert. Susong hatte Opium. Sehr gutes Opium. Dieser Krieg hier ist zwar auch schrecklich, aber nicht für Susong. Jeder hat Angst. Jeder braucht Adam. Mehr als die Little Sisters produzieren können. Das Gute am Krieg ist, dass es viele Leichen gibt. Susong weiß nämlich, wie man aus Leichen das Adam zurückgewinnt. Aber ich kann die Little Sisters nicht ohne Schutz auf die Straße schicken. Susong muss darüber nachdenken. So, Susong muss also nachdenken. So, was haben wir da oben rumliegen? Achso. Aber wir haben den Safe, zu dem ich eigentlich wollte. Und mit den richtigen Tonikas sieht das doch super schon mal aus. Und dann ist ja gar nicht mehr so kompliziert, wie man sich das gedacht hat. So, wir müssen in die Richtung und dann aber auch ein Stück nach unten, würde ich mal meinen. Mal gucken, ob wir nach unten kommen. Aber nach unten sieht schlecht aus. Doch, das sieht super aus. Einmal da oben liegen, einmal dahin, einmal nach dort. Und damit das nicht so langsam ist. So. Safe ist offen. Was ist in dem Safe drin? Ja, nützlicher Kleinkram, würde ich mal meinen. So. Immer noch schön brav die Augen offen halten, ob wir diesen lustigen Code finden. So, jetzt kann ich wieder nach oben gehen. Mal gucken, dass wir da ein bisschen zurückrüsten. Auf die alte Setup. Weil so viele Safes haben wir gar nicht unterwegs, dass sich das lohnt, permanent mit diesem Safe-Tonikas rumzulaufen. Nein, nicht aufmachen. Ich bin erstmal beschäftigt. Okay, was müssen wir rein? Also, auf alle Fälle... Geschütze haben wir doch immer wieder mal zu hacken. Und was vielleicht auch praktisch ist, ist dieses Teil hier. Weil, das führt halt immer da dazu, dass wir günstige Preise bekommen nach dem Hacken. Also nicht nur gehackt günstig, sondern auch zusätzlich nochmal günstig. So, jetzt können wir hier lang rausgehen. Ich denke mal, sind wir hier nicht... Okay, was haben wir denn da? Da wechseln. Oh, machen wir nachladen. Ja. Da wird es nachgeladen. Zoomen. Und verfehlen. Okay, das hat nicht so funktioniert wie geplant. Aber jetzt. Ich liebe diesen Armbrust. Macht einfach am meisten Spaß. Wir bräuchten nochmal so einen Bastelautomaten. Stelle ich gerade fest, wir sind nämlich relativ voll mit Krimskram. So. Da können wir jetzt rausgehen. Security Room, da waren ja unsere Freunde mit den Bots. Eine Nummer haben wir hier nicht gesehen, lag hier auch nirgendwo rum. Da ist noch ein Pep-Riegel. Mit ein bisschen Pep nehmen wir den einfach mal mit. So, und jetzt können wir rausgehen, denke ich mal. Dusche, Dekonimation. So, jetzt müssten wir nur noch nach drüben gehen. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Oh, klar. Komm her, Kleines, Foto machen. Ich hoffe mal, ich habe die Kleine jetzt erwischt. Und ja. Und wir haben Forschungsfortschritt. Und zwar kleiner Anstieg von maximal Gesundheit und Eve. Das finde ich immer noch am besten. Den sacken wir auch mal ein. So, bei die 200 Adams. Wow, 370 Adams. Da schauen wir mal, was wir jetzt machen. Auf alle Eve Upgrade. So, ja, dann können wir eigentlich dann den Rest hierfür vergeuden, was wir noch haben. Ohne Rücksicht auf Verluste. So, da können wir den mal austauschen. So. Hier liegt noch einer rum. Eingesammelt alles. So, ich werfe mal einen Blick auf die Karte, wo wir eigentlich generell noch gar nicht waren. Genau, da drüben waren wir noch gar nicht. Und der eine Raum, weil da fehlt uns ja noch der Code. Also geht's jetzt nach dort. Oh, was liegt denn hier rum? Verbandmaterial. Ein Kästchen mit Dollars. Okay. Genau, da werden wir auf einen. Yeah. Wir könnten eine Weile mit Tomaten bewerfen, aber das wird wahrscheinlich nichts bringen. Wir brauchen nicht den hier.
Okay. So, erstmal da ein bisschen aufgeräumt. Da kommt der Big Daddy, von dem haben wir natürlich wieder ein Foto, wenn der hier schon mal rumstapft. Weil das müsste definitiv ein anderer sein. Naja, viel Fortschritt hat es trotzdem nicht gegeben. So, waffentechnisch müssen wir mal schauen. Shotgun, ne? Machen wir die Machine Gun. Können wir rüber auf Anti-Person gehen. So, gehen wir mal hier durch. Okay, Waschbecken benutzen. Mülltonne. Arbeitgeberwechsel. Zu Song. Fontaine ist tot. Schlecht für Fontaine. Gut, ja. Zu Song. Ich werde mich ein bisschen rar machen. Dann wird Mr. Ryan schon nach mir suchen. Tannenbaum verschwunden. Fontaine verschwunden. Und Zu Song weiß als einziger über die Little Sisters Bescheid. Wie ich schon sagte, das ist sehr gut für Zu Song. Interessant, überall Fontaine's Futuristic sind ja dann ausgetauschte Schilder als ja der liebe Andrew, der die Firma mal so kurzerhand übernommen hat. Das haben wir ja gehört gehabt, wie das so lief. Und davon waren ja nicht wirklich alle begeistert. Aber sonst gibt es in dem Raum relativ wenig leider. Schade eigentlich. Außer ein lustiger Waschbecken, wo Cola rauskommt. Okay. Haben wir einen Automaten? Können wir den hacken? Ja, der ist ein bisschen heftig. Okay. Big Daddy geht in die Richtung, gehen wir in diese Richtung. Hier findest du den Stimmenverzerrer, mit dem du dich wie ein Big Daddy anhörst. Oho. Grässliche Kreaturen. Ich weiß, du magst sie nicht. So. Da haben wir schnell noch eine Kamera zum Hacken gehabt. Mal gucken, ob wir das schnellstmöglich hinkriegen hier. Dann nach unten ist super. Ja, sieht eigentlich so okay aus. Dann nach dort. Und wir müssen schauen, ob wir nach unten kommen. Da haben wir noch einer nach unten und einen passenden Winkel. So, fertig ist die Schose. Und wieder eine Kamera auf unserer Seite. Security Room. Wenn die so geöffnet. Ja. Okay, sieht auch sehr interessant aus, der Raum. Wo haben wir ihn denn? Ich suche gerade, genau. Eve spritzen. So. Alles Klärchen wieder zurück auf den Elektroschocker. Und einen Tisch zu durchwühren. Kartoffelchips, was haben wir da? Shotgun-Munition. Das ist auch ein Safe. Die Frage ist, wie wir nur diesen scheiß Strom da drin wahrscheinlich abgeschalten kriegen. Damit wir sauber da rein können. Oh Gott. Oh, da ist noch eine Kamera. Elektroschocken, den Freund. So. Gucken nochmal schnellstmöglich hier ein Ergebnis hinkriegen. So. Wir wissen ja, wir müssen ja nach hier unten. So. Unten ist immer da lang. Mal gucken, ob man hier noch gerade Stücke braucht, meine ich noch. Perfekt. Und schon fertig. Wir sind ja die Profi-Klempner vom Herrn. So schnell, wie wir die Sachen hier erledigt kriegen. Live Subject Testing. Testlevel für lebende Objekte. Schauen wir mal rum, was es hier für lustige lebende Objekte gibt. Außer einem Big Daddy. Den wir aber schon definitiv fotografiert haben, denke ich mal. Sieht sehr interessant hier aus. Diese riesengroßen Lavalampen. Vielleicht auch was fürs Wohnzimmer. Sind nur ein bisschen groß, würde ich meinen. Okay, haben wir hier irgendwas Interessantes, außer Wassereinbruch? Nein. Okay, was haben wir da? Gut,
gute Sache. Da hat er gar nicht mal so unrecht, die Überlegung, ob das überhaupt reverse ist, ob wir das überhaupt rückgängig machen können. Das kann man hier dann machen, weil hier ist jetzt der Stimmverzerrer. Und das sieht sehr ungesund aus. Ich weiß nicht, ob ich das Ding wirklich benutzen möchte. Ich schaue mir schnell nochmal auf die Map um. Hier ist noch ein großer Bereich, den werden wir uns in der nächsten Folge dann anschauen. Weil, wie ich gerade sagte, nächste Folge, weil unsere Zeit ist schon wieder um. Und das hier ist der Stimmenverzerrer, nach dem wir gesucht haben. Tja, was haltet ihr eigentlich von dem Gerät hier? Das sieht sehr schmerzhaft aus. Die Frage ist, komme ich jetzt so rein und es rammt mir den Rücken oder eher so und es gurgelt mir die Kehle aus? Naja, schreibt mal rein in die Comments, was eure Vermutung ist, wie rum das Gerät funktioniert und ob diese ganzen Modifikationen, die wir gerade so vornehmen, ob die auch wieder rückgängig machbar sind, weil wir wollen nicht unbedingt ewig als Big Daddy rumlaufen. Jedenfalls nicht, wenn wir Fontaine danach umgehauen haben. Also, das war's für heute mit Let's Play Bioshock. Ich bin Mekurago und sag Servus und Ade.